Totalausfall bei der Wachauer Marille und viele Ex-Burgenländer leben nun in Amerika. Was dahinter steckt, jetzt im Magazin. Damit herzlich willkommen zum Kurier-TV-Magazin am Dienstag. Integration, ein Thema, das viele Gemüter erhitzt und immer wieder für politischen Zündstoff sorgt. Doch wie steht es tatsächlich um das Zusammenleben in Wien? Antworten liefert eine neue SORA-Studie im Auftrag der Stadt Wien. Sophie Weinhandl berichtet. Das Zusammenleben in Wien funktioniert gut. Besonders im kleineren Umfeld, etwa im eigenen Grätzl, empfinden die Wienerinnen und Wiener den Kontakt mit Zugewanderten positiv. Das zeigt die Studie des Meinungsforschungsinstituts SORA. Anders schaut es mit der Einstellung zur Migration allgemein aus. Wir haben hier eine Mehrheit mittlerweile der Wiener Bevölkerung, die der Auffassung ist, dass es zu viel Migration gibt, dass es zu viel Zuwanderung gibt. Hier in Klammer vor allem das Thema auch irreguläre Zuwanderung, das sehr, sehr stark gesehen wird. Für die Studie sind rund 1000 Wienerinnen und Wiener über 16 Jahren befragt worden. Je näher der Kontakt alteingesessener Wiener mit Zugewanderten ist, umso positiver beschreiben sie ihn. Und da sehen wir, dass zwei Drittel der Wienerinnen und Wiener beurteilen das Zusammenleben in der eigenen Nachbarschaft als sehr bzw. ziemlich gut. 56%, die Mehrheit, sagt das auch für den Bezirk, dass hier das Zusammenleben sehr gut bzw. ziemlich gut funktioniert. Und 48%, knapp die Hälfte, stimmt da auch für Wien gesamt zu. Bei der Frage, wann man von gelungener Integration sprechen kann, ist sich die Mehrheit der Befragten einig. Gute Deutschkenntnisse, Toleranz anderen gegenüber und Arbeiten in Österreich seien da besonders wichtig. Wenn es ums Setzen der entsprechenden Maßnahmen geht, fühlt sich die Stadt Wien alleingelassen. Das ist erstens das Thema Sprache. Wir haben es gesehen, dass wir das Wichtigste anerkannt, nämlich dass die Menschen, die zuwandern, auch die Sprache können. Da ist das wichtigste Thema der Kindergarten, weil dort wird die Grundlage geschaffen. Wir fordern seit vielen Monaten ein zweites verpflichtendes Kindergartenjahr. Wir hätten in Wien Ressourcen dafür. Wir würden das benötigen, damit der Einstieg in die Schule mit den deutschen Sprachkenntnissen besser funktioniert. Wer blockiert? Die ÖVP, das Bildungsministerium. Ich frage mich, warum. Es ist wohl einfacher, hier Öl ins Feuer zu gießen, als sinnvolle Maßnahmen zu setzen, die wir in Wien bewerkstelligen können. Um das Zusammenleben in Wien zu verbessern, möchte die Stadtregierung den Fokus weiter auf die Sprachförderung, besonders von Kindern, legen. Dafür fehlen aber die kompetenten Lehrkräfte. Und das Ziel ist weiter aufrecht, bis zum Ende der Legislaturperiode 500 Sprachförderkräfte zu finden. Das ist angesichts des Personalmangels nicht einfach, aber ich bin zuversichtlich, dass es uns gelingen wird mit den vielen Maßnahmen, die wir jetzt hier setzen. Durch die ständig wachsende Wiener Bevölkerung lassen sich Konflikte jedenfalls nicht vermeiden. Die SORA-Studie zeigt, dass das Zusammenleben in Wien insgesamt positiv erlebt wird. Haben Sie Ideen für den Klimaschutz? Dann können Sie diese ab sofort für den nationalen Energie- und Klimaschutzplan einbringen. Klimaschutzministerin Leonore Gewessler hat heute präsentiert, worum es dabei geht. Bis 2024 muss von allen EU-Staaten der nationale Energie- und Klimaplan an die EU übermittelt werden. Das ist verpflichtend. Der NEKP zeigt viele Berechnungen, Tabellen und Modelle auf, wie die Treibhausgasemissionen effizient gesenkt werden sollen. Konkret, was unternehmen die einzelnen Mitgliedstaaten für den Klimaschutz? Niemand von uns will neben einer Fabrik wohnen oder neben einer Ruine wohnen, einer Industrieruine, wo man vor lauter Dreck die Hand vor den Augen nicht mehr sehen kann, sondern wir alle wollen neben einer Fabrik wohnen und trotzdem saubere Luft atmen können, weil dort klimafreundlich produziert wird. Laut aktueller Maßnahmen in Österreich werden hierzulande die Emissionen bis 2030 um 35% gesenkt. Zu wenig, denn das neue Ziel der EU lautet 48%. Bis zum EU-rechtlichen Klimaziel von minus 48% fehlt noch ein Stück. Genau genommen 13 Prozentpunkte. Und auch diese 13 Prozentpunkte wollen und werden wir noch schaffen mit weiteren Maßnahmen, die wir in unseren nationalen Energie- und Klimaplan schreiben werden.
Deshalb startet heute die öffentliche Konsultation. Was bedeutet, jeder in Österreich kann Vorschläge zum Klimaschutz vortragen, welche dann im besten Fall in den NEKP eingearbeitet werden. Dort laden wir alle Beteiligten, alle Betroffenen dazu ein, uns ihre Vorschläge für diesen letzten Teil zum Klimaziel 2030 zu übermitteln. Denn mir und auch der EU-Kommission ist es ein Anliegen, dass unser Plan die besten Ideen, die breit getragenen Ideen unseres Landes erhält. Ich bin wirklich sehr gespannt auf alle Vorschläge, die hier noch als Anregungen, als Ideen eingebracht werden. Und diese Ideen braucht es, denn würden keine weiteren Maßnahmen gesetzt, würde das Ziel bei weitem verfehlt werden, zeigt das WAM-Szenario auf. Wenn Sie davon ausgehen, dass jetzt keinerlei Vorhaben mehr umgesetzt werden, dann würden Sie auf der oberen schwarzen Linie liegen. Das heißt, Sie würden so 2030, ich sage jetzt mal um etwa 7 Millionen Tonnen über dem WAM-Szenario liegen. Das heißt, das ist die Differenz zwischen dem, wenn sozusagen keine Klimaschutzpolitik mehr betrieben würde, keine Maßnahmen umgesetzt werden, und dem, was wir jetzt schon in Gesetzesvorhaben, in diversen Vorhabenplänen und Programmen sehen an denkbaren und möglichen Maßnahmen. Unter anderem schlägt der neue Klimaplan bereits CO2-Pipelines und CO2-Tiefenspeicherung vor. Wichtig ist jetzt, es braucht weitere Ideen, die das Ziel erreichen, konkret umsetzbare Maßnahmen. Aber was wir nicht brauchen in dieser Konsultation, sind die Meinungen, die nur sagen, was wieder nicht geht. Mit Nein sagen erreichen wir das Klimaziel nämlich sicher nicht. Und gerade an jene, die das sonst gerne tun, möchte ich auch an dieser Stelle eine Botschaft richten. Wenn Ihnen etwas nicht gefällt, dann sagen Sie uns, wie es besser geht. Dann reden wir nämlich über die besten Lösungen und nicht, wie man am schädlichsten bremsen kann. Am Ende soll dann ein fertiger Plan stehen, welcher der Europäischen Kommission im nächsten Jahr, konkret im Juni, übermittelt wird. Den Burgenländern gefällt es offenbar sehr gut in den USA. Geschätzt sind insgesamt 70.000 Burgenländer und Burgenländerinnen nach Amerika ausgewandert. Unser Burgenland-Korrespondent Berti Unger trifft einige Auslandsburgenländer. Sein Fazit: Den Kontakt zur Heimat haben die meisten von ihnen nie verloren und die burgenländische Gemeinschaft, die spielt eine große Rolle. Wirtschaftskrise, fehlende Perspektiven und unsichere Lage an der Grenze war für viele Südburgenländer Grund, die Heimat zu verlassen und nach Amerika oder Australien auszuwandern. Menschen machten sich auf die Suche nach Hoffnung. Städte wie Chicago und New York wurden zur Hometown, in einem Ausmaß, das alles bisherige in den Schatten stellte. Chicago mit nachweislich 30.000 Burgenländern. Die Dunkelziffer ist natürlich wesentlich höher, weil die Leute, die vorher weggewandert sind, konnten nicht so erfasst werden. Also Burgenland, Chicago ist sicherlich die größte Stadt der Burgenländer. Da war immer 3 bis 4 Mal mehr als in Eisenstadt. Heute ist es nicht mehr so, weil ja die Einwanderung dort weitgehend zurückgegangen ist. Die nächste Stadt, wo viele Burgenländer waren, war New York mit 8.000 und Pennsylvania mit 10.000. Das sind beeindruckende Zahlen, doch da ist noch etwas, der Kontakt zur Heimat. Denn den verloren die Emigranten nie. Um die Bande zwischen Landsleuten in der alten und der neuen Heimat zu erhalten, wurde die burgenländische Gemeinschaft gegründet. Der Grund war der, dass einerseits sehr viele Burgenländer daheim die Kontakte brauchten, weil der auch die Hilfe von Amerika war. Und zum Zweiten war doch schon ein bisschen Heimweh auch der Ausgewanderten. Die haben sich bemüht, diese Brücke aufrechtzuerhalten. Es war früher sehr schwer möglich, denn wenn jemand heimgefahren ist mit dem Schiff auf Urlaub und mit dem Schiff zurück, war er schon 14 Tage unterwegs. Das jährliche Picknick der Auslandsburgenländer im Weinmuseum Moschendorf ist ein fixer Bestandteil im Eventkalender der Region. Unter den Gästen im Weinmuseum Moschendorf war auch die aktuelle Miss Burgenland of New York. Und sie trägt den Titel mit Stolz. It's very special. Für mich ist das sehr speziell. Mein Urgroßvater starb und für meine Mom und für mich ist das wirklich besonders, wie die Leute ihn ehren. Mein Opa kam ja aus Güssing und meine Uroma kam aus Grottendorf bei Güssing. Ich sagte, Miss Burgenland, New York,
wird die heute nicht mehr sein, wenn ich nicht da der Präsident gewesen wäre. Das hat nämlich den freien Geld gekostet. Und viele der Mitglieder haben gesagt, das kostet uns zu viel. Das können wir uns nicht mehr leisten. Und dann habe ich gesagt, das ist viel, viel mehr wert, den Geld. Und deshalb bin ich so stolz, dass ich heute, nach 60 Jahren, noch immer in diesem Picknick in Woschendorf dabei sein darf und wirklich den Herrgott danke, dass uns das geschenkt hat. Heimat ist zwar ein dehnbarer Begriff geworden, doch... Heimat ist nicht nur ein Ort oder eine Stelle, Heimat ist mehr. Heimat bedeutet die Kultur, die Landschaft, bedeutet die Gesellschaft. Das alles ist Heimat, nicht nur ein geografischer Begriff. So, für mich ist immer Poppendorf, Heimat, Burgenland, ist wirklich der Platz, wo ich mich am wohlsten fühle. Ich merke die Kraft, was es mir gibt, ist für mich wie eine Kraftquelle. Wenn ich da im Poppendorf, in einem Wald, an einem Berg, da ein bisschen Zeit verbringe, nicht zum Beschreiben eigentlich, was das für ein Wert ist für einen Menschen, der wirklich das Leben schätzt. Ich schätze es. Und die burgenländische Gemeinschaft ist bemüht, die neue Welt und die alte Heimat in Kontakt zu halten und Besuche auf beiden Seiten zu ermöglichen. Die Marillenbauern in der Wachau kämpfen derzeit mit einem Totalausfall. Normalerweise liefert ein Marillenbaum 30 bis 40 Kilo Früchte. Heuer hängt an vielen Bäumen nur ein einziges Kilo Marillen. Das Ergebnis der vielen Frostschäden im April wird jetzt sichtbar. Zwar haben die Bauern im April versucht, mit Öfen gegen die Kälte anzukämpfen, jedoch meistens ohne Erfolg. Viele Früchte sind zuerst weitergereift, aber im Juni sind die meisten Marillen trotzdem abgefallen. Die echte Wachauer Marille, für die Region ein sehr wertvolles Produkt, das heuer Mangelware ist. Trotzdem wirkt auf den ersten Blick alles ganz normal. Oft werden in der Wachau nämlich Marillen verkauft, die aber gar keine Original-Wachauer Marillen sind. Die Importe aus dem Ausland, die steigen. Und oft lässt auch die Qualität zu wünschen übrig. Gerade jetzt boomt das Geschäft mit minderwertiger Ware. Ein Blick auf das Etikett, der lohnt sich. Nur wo Wachauer Marille draufsteht, ist auch wirklich Wachauer Marille drinnen. Franz Reisinger, der Obmann des Vereins Original-Wachauer Marille, meint, die wirkliche Originalmarille, die muss sehr saftig sein, aromatisch und das Fruchtfleisch hat eine ganz spezielle Konsistenz. Man merkt den Unterschied sofort, wenn man in frische Marillenknödel beißt oder auch an den Früchten riecht. Wenn Sie trotzdem keine echte Wachauer Marille ergattern können, dann ein guter Tipp von mir. Marillensaft aus der Wachau, den gibt es natürlich auch noch aus den Vorjahren. Heute Abend geht es zu mir nach Hause in die Steiermark. Wir schauen nach St. Kathrain am Offeneck. Als gebürtige Tirolerin gibt es eigentlich nur einen plausiblen Grund, die Heimat zu verlassen. Und das ist die Liebe. Also kurz gesagt, ich bin hier angekommen durch meinen Partner und fühle mich in Kathrain daheim. Größere Städte wie Graz, Hartberg oder Weiz sind nicht weit entfernt. Und doch konnte sich St. Kathrain am Offeneck bis heute seine Eigenständigkeit und einen ganz besonderen Charme erhalten. Ich habe natürlich auch mit dem, dass ich mich großteils mit Schokolade und drumherum abgibt, ein bisschen ein Problem mit diesem Regionalitätswort. Ich sage aber, für mich habe ich es definiert als kleinen Luxus zwischendurch. Und ich sage, ich ernähre mich ja nicht von Schokolade. Okay? Ich versuche es schon mit Kürbiskernen aus der Region zu verbinden. Ich versuche, so fein es geht, Himbeeren und Erdbeeren als solche zu verarbeiten, wenn wir es so frisch haben. Aber natürlich geht es nicht das ganze Jahr über. Ich versuche allerdings schon, und das gelingt mir doch recht gut, meinen Alltag und alles das, was ich jetzt in großen Mengen auch esse, direkt aus der Umgebung zu beziehen. Aber nicht nur für mich, sondern auch für unsere Hotelgäste und die ganze Familie. Ich mache Kunst aus Hufeisen, Skulpturen, Gebrauchsgegenstände und Gartendeko, Pferde, alle möglichen Tiere, ab und zu abstrakte Sachen
Und ja, da geht einiges drauf an Hufeisen. Ich brauche im Jahr zwischen 10.000 und 15.000 Stück. Da geht einem das Herz auf. Und ich glaube, immer da, wo einem das Herz aufgeht, jetzt muss ich gleich den Versuch verdrücken, immer da ist man daheim. Ne? Ja. Die gesamte Doku Ein Stück Österreich sehen Sie heute Abend um 20.15 Uhr bei uns auf kurier.tv. Und wir werfen jetzt noch einen Blick aufs Wetter. Sommerlich warm mit bis zu 29 Grad heute, aber trotzdem ein Mix aus Sonne und Wolken. Wetterbilder erreichen uns aus Tulln. Ab zu den Wettertrends für den Osten des Landes. Die Temperaturen auch morgen am Mittwoch sehr ähnlich, aber es wird unbeständiger. Vor allem in Niederösterreich und im Burgenland erwarten uns Gewitter. Auch der Donnerstag bleibt unbeständig. Großes Thema morgen bei uns, Baustellenchaos in Wien. Stau am Schwedenplatz, nicht nur im Auto, auch in der U-Bahn gibt es Verzögerungen. Das Kurier-TV-Magazin, täglich ab 17 Uhr. Bis dann, machen Sie es gut.